Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Yonder, heute am Freitag. So, gestern haben wir unseren Bauernhof aufgebaut und haben unser erstes Groffel adoptiert. Ich brauche jetzt wohl auch noch einen Trog für Futter und für Fressen. Okay, das ist relativ klar, dass ich das noch brauche. Ich überlege nur, wo ich den hinbaue. Wir haben noch ein Kleintiergehege. Ich überlege, ob ich das direkt hier nebenstelle oder ob ich das vielleicht hier hinten irgendwie anbaue. Rein theoretisch kann man sowas ja auch direkt davor setzen, aber sowas, das sieht halt blöd aus, ne? So, ich überlege da gerade noch, wo ich das hinbauen könnte, wenn ich das jetzt hier so hindrehe. Das ist eigentlich auch ein blöder Ort dafür, ne? Also direkt daneben ist auch so... Ich weiß nicht. Rein theoretisch könnte ich das ja auch hier hinstellen. Das sieht doof aus. Das sieht wirklich blöde aus. Nee, das mag ich nicht, wenn das da so direkt daneben ist. Vielleicht doch hier, eher hier hinten hin? Ich glaube schon. Was ist der Hain? Ich glaube, ich baue lieber erstmal noch einen Futtertrog und was zum Trinken. Ich setze meinen Futtertrog hier hin. Und einen Wassertrog setze ich mal hier hinten hin. Dann ist neben jedem Tier etwas. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? Was ist das hier? Ich habe keinen Plan, was das ist. Ich habe keine Ahnung, aber wir bauen es einfach mal. So, also, was können wir jetzt hier machen? Bäumchen anpflanzen oder was? Müssen wir mal gucken. Hiermit kann ich jetzt, glaube ich, nichts machen. Unsere Hofbewertung ist schon eigentlich wirklich cool. Tierpflege 25%. Okay. Gut. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir lassen jetzt den Hof erstmal alleine. Mit Meister Lo sprechen. Der war nochmal wo? War der hier? Kann schon sein. Oh, warte mal. Wir haben hier auf unserer Map das ein bisschen verbessert. Die Region ist okay, steht da jetzt schon. Um 20% haben wir das, glaube ich, schon erhöht. Bin mir nicht ganz sicher, was ist hier für ein Schild? Was ist das? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Grasland-Holzbrücke. 11 von 15 Holz und 6 von 8 Lianen haben wir. Okay. Gut, da muss ich mal gucken, an das Holz dran zu kommen. Ist ja jetzt nicht unbedingt das Problem. Da haben wir noch eine Liane. Da hinten auch noch. Dann sollten wir das doch jetzt eigentlich... Ah, schön, es wird auch gerade Nacht. Mir wurde nämlich gesagt, ich sollte am besten nachts mal zu den Docks gehen. Dann gucken wir, dass wir das gleich noch machen. So. Ich schau mal gerade, ob das jetzt vielleicht schon reicht. Ja, reicht. So, und damit haben wir hier eine Hängebrücke gebaut. Können wir da jetzt irgendwie was Besonderes oben auf dem Berg finden? Warte mal, das hier senden sich auch mal wieder ab. Dann haben wir direkt noch ein bisschen Futter dabei. So. Gut. Vielleicht bekommen wir ja hier oben auf dem Berg auch noch ein Leuchti. Die Liane nehmen wir direkt schon mal wieder mit. Ja, da hinten ist das Dorf, wo wir hin müssen. Ah, guck mal, da hinten, da leuchtet auch noch was. Oder ist das der Angelwettbewerb gewesen? Warte mal. Da hinten eben was geleuchtet? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, ist hier was? Nee, da ist nichts drin. Aber hier ist noch eine Truhe.
Okay, ich glaube, die Truhe war alles, was es hier zu finden gab. Soll ich... Oh, lalalala. Gut, dass wir unseren Schirm haben, dass uns hier nichts passieren kann in dem Spiel. Das macht das Spiel doch nochmal um einiges entspannter. So, da hätte ich jetzt eben noch was aufnehmen können, aber ist jetzt auch gerade mal wurscht. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Docks. Wir haben zwar hier links gleich auch noch im Dorf eine Aufgabe. Aber ich möchte jetzt erstmal schauen, wo hier das blaue Leuchten war. Weil normalerweise sieht man ja auch das blaue Leuchten bei Tag ganz gut. Ah, da hinten im Wasser. Mhm. Gut, aus Wasser hatte ich natürlich noch nicht geachtet, beziehungsweise in dem Boot anscheinend. Dann müssen wir hier mal gerade drüber mit dem Steg. So. Nein, ich bin untergegangen. Komme ich da? Ja, komme ich. Oh, Locke. Da drin war es total öde. Wie auch immer. Lass uns abhauen. Verstau mich in deinem Rucksack. Okay, wir haben einen weiteren Geist entdeckt, den Geist Locke. Dann bin ich doch jetzt mal gespannt. Gucken wir mal gerade, wie ist sie denn so drauf? Sieht mir nach einer Sie aus. Locke. Lebensraum bei Segelausrüstung, Persönlichkeit praktisch. Locke ist ein sehr praktischer und organisierter Geist und liebt die Seefahrt. Okay. Ja, auf dem Meer bin ich auch immer gerne. Ich war bislang tatsächlich noch nicht oft auf dem Schiff. Wir sind mal mit so einem Krabbenkutter gefahren, als wir in Holland waren. Und haben da auch Robben auf ihrer Sandbank beobachtet. Das war auch total toll. So, was war denn jetzt hier hinten? Hier hat doch auch noch irgendwas blau geleuchtet. Das haben wir doch vorhin von drüben gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Eine Angel wollte ich mir auch mal noch gerne zulegen. Ach, das war dieser Schrein. Okay. Oh. Jetzt bin ich ganz woanders. Anscheinend sind das Supportpunkte. Und hier können wir irgendwas handeln, oder was? Da oben drauf? Ist da was? Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Wohl von der anderen Seite. Okay, die Region leidet. Ich würde jetzt aber gerne erstmal wieder zurück. Really? Muss ich jetzt echt das alles zurücklaufen? Oh nein, wie ärgerlich. Was ist hier? Können wir das kaputt hauen? Ja, können wir. Ich nehme die Pilze mal mit. Ah, da ist ein Händler drin. So, sorry, dass ich... Nein! Hier muss man echt aufpassen in dem Spiel, sobald man einmal irgendwie blöd irgendwie runterfällt. Anscheinend sind die nur bei Nacht offen und das wurde schon wieder zu hell oder so. Nee, sobald man irgendwo runterfällt, hat man ein Problem. So, im Übrigen wird die Folge heute nicht ganz so lang werden, weil ich... Oh, Tierhaut, okay. Weil meine Festplatte gerade schon voll läuft, sehe ich langsam. Aber sicher, aber ein bisschen können wir noch. Was können wir hier kaufen? Dünger, okay. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht, würde ich sagen. Braunes Shampoo wird mich mal interessieren. Okay. Ja, diese Schreine sind wohl nur bei Nacht begehbar. Ja gut, dann müssen wir uns wohl auf den Rückweg machen. Aber vielleicht entdecken wir ja unterwegs... Alter, was ist das denn da oben, Süßes? Oh Gott, nein. Was ist denn das bitte? Ein Fabbit oder Fabbit. Ich würde eher sagen Fabbit, wegen Rabbit und...
Ach Gott. Bleib stehen, ich nicht in den Tod stürzen. Anscheinend habe ich noch nichts, um die irgendwie an mich zu binden. Aber die sind ja super süß. Nee, anscheinend muss ich da noch entsprechend anderes Futter sammeln, um die füttern zu können. Ja, da hinten wollte ich jetzt nämlich eigentlich hin. Ich wollte eigentlich ins Dorf. Ist jetzt ein bisschen doof. Na gut, wir werden wohl irgendwie über kurz oder lang dann auch mal wieder im Dorf ankommen, hoffe ich. Wie gesagt, dann werden wir jetzt eben ein bisschen laufen. So, Lianen nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir die noch gebrauchen können. Gut, hier ist einiges. Wenn ich hier alles mitnehmen möchte, dann kann ich Ewigkeiten sammeln. Okay, das hier ist alles eine sehr zerklüftete, hügelige Landschaft, wo wir gerade gelandet sind. Oh, hier sind noch mehr von den Fabbits. Die sind echt süß. Macht euch keinen Kopf, ich tue euch doch nichts. Alles gut, ihr kleinen Racker. Ich tue nur den Kisten hier was. Oh, wir haben Beeren gefunden, so Blaubeersamen. Da kann man anscheinend auch wieder irgendwas aufbauen, aber da ist ja gar keine Düsternis drumrum, oder? Nee. Aber vielleicht können wir das auch erst wann anders aufbauen. Ich warte jetzt erstmal ab. Ach guck, das ist doch der Berg, den wir immer gesehen haben, nur von der anderen Seite. Kann das sein? Ich glaube schon. Okay, was ist da hinten? Was ist das da für ein Dach? Wo gehört das zu? Huch, ich wollte die Blume eigentlich einsammeln. Egal. Ach, das ist mein Hof. Na, das ging ja schnell. Es ist ja doch gar nicht so weit auseinander, wie ich erst dachte. Kann ich jetzt hier noch was pflanzen? Jetzt habe ich ja eigentlich wieder was, ne? Oh, jetzt habe ich die mitten drauf gepflanzt. Egal. Kartoffelchen. Und da und dies noch und das noch. Ach, und das ist für die Erde gefällter Bäume. Okay, oh, wir müssen sauber machen. Hihi, wir haben Kacke aufgenommen. Ja gut, dann würde ich mich aber, glaube ich, heute erstmal wieder von euch verabschieden. Immerhin, wir haben einen neuen Geist gefunden. Wir haben ein total putziges Tier entdeckt mit dem Fabbit. Und wir haben die Kunst des Teleportierens entdeckt. Nächste Folge werden wir uns dann aber nochmal ins Dorf begeben und schauen, was da die nächste Aufgabe für uns bereithält. Die Hofwertung hier sieht ja schon eigentlich ganz gut aus mittlerweile. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch in der nächsten Folge wieder da begleiten würdet, mit dabei sein würdet, so rum. Und ja, danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!